Ja, liebe Leute, damit herzlich willkommen zu einem neuen Stream. Man dachte, ich gehe mal wieder online. Ist ja viel zu lange her, dass ich mal wieder gestreamt habe. Es gibt auch wieder was Tolles zum Zeigen, nämlich bei Train Sim World 2 kam ja jetzt die neue Harlem Line in New York raus. Und die habe ich mir geholt, habe schon ein bisschen reingeschaut und immer gedacht, ich zeige es euch auch. Und ich würde obligatorisch mal mit der Streckeneinführung starten, mit den zwei Einführungen von den zwei Triebwagen, die da mitkommen. Und dann fahren wir mal ein echtes Szenario. Das ist soweit erstmal mein Plan. Und ich würde sagen, wir fangen an mit der Streckeneinführung. Und ja, ist natürlich das Übliche mit dabei, wenn man es kennt von den Einführungen. Aber schauen wir uns das trotzdem mal kurz an. In letzter Zeit haben sie da echt schöne Screenshots mit dabei. Also so wie der. Und los geht's. Ja, jetzt kein Ton mehr. Ah doch. Willkommen bei Train Sim World, einer immersiven und hochdetaillierten Eisenbahnsimulation mit authentischen Strecken und Zügen aus aller Welt. Ja, nicht wundern, draußen sie ist es sehr laut. Sie haben Aktionspunkte erhalten. Diese werden oben rechts auf dem Bildschirm angezeigt und zu Ihrer Gesamterfahrung hinzugezählt. Man muss stetig auf die umgebende Welt achten. Üben Sie, indem Sie nach oben... Ja, das... Ich mach das mal ganz kurz leiser. Das ist mir nämlich ein bisschen zu laut. Ungefähr so. Weil die Außengeräusche sind extremst laut. Okay, nein, möchte ich nicht. Das ist schon mal einer der Triebwagen hier. Oh, interessanter Übergang. Okay. Anzeige haben wir keine aktive. Ich hoffe, das kommt noch bei den Szenarien, dass die Züge entsprechend richtig angezeigt werden. Dies ist eine von vielen Nebenaufgaben, aber nicht alle sind so leicht zu entdecken. Hat es jemals von euch jemand gemacht, hier diese Sachen hinstellen, also sei es Plakate oder jetzt hier Feuerlöscher? Also ich bin jetzt nie in den Szenarien rumgegangen und habe das gemacht. Barbados, All Inclusive Holiday. Da wäre ich jetzt auch gern. Okay, wir dürfen jetzt schon mal die erste Runde fahren. Jetzt schauen wir mal ganz kurz. Das ist der neue Triebwagen. Ja, mal rein hier. Ist ja gleich wesentlich leiser hier drin. Interessante Sitzkonfiguration hier. Ob es hier auch eine erste Klasse gibt? Schauen wir dann später mal. Okay. Sie werden viel Zeit mit Fahren verbringen. Setzen Sie sich also auf den Lokführersitz, wenn Sie bereit sind. Machen wir doch. Sie können das Erlebnis jederzeit anhalten, um Ihre vorherigen und derzeitigen Ziele anzusehen. Überprüfen Sie sie jetzt und kehren Sie zum Spiel zurück. Nee, danke. Eine Blickfeldanzeige ist jetzt rechts auf dem Bildschirm. Diese zeigt an, was der Zug macht. Stehen. Dies ist die Geschwindigkeitsanzeige. Die weiße Nadel zeigt Ihre derzeitige Geschwindigkeit. Die rote Markierung zeigt die derzeit erlaubte Höchstgeschwindigkeit. Dies ist die Richtungswendeanzeige. Ein Pfeil zeigt Ihnen die Stellungen vorwärts, rückwärts und neutral an. Moin Rui! Na, alles klar? Dies ist die Leistungsanzeige. Eine Zahl zeigt die Position des Leistungsreglers an. Dies sind die Bremsindikatoren. Sie zeigen den Zustand der verschiedenen Bremssysteme an und ermöglichen deren unabhängige Steuerung. Ja, soweit alles nicht neu. Oben rechts sind die Signal- und die erlaubte Geschwindigkeitsanzeige. Diese zeigen an, was sich nähert und eine Countdown-Distanz, ab wann es in Effekt treten wird. Aber jetzt lassen wir endlich fahren hier. Einige dieser Anzeigen können im Einstellungsmenü ausgeschaltet werden, wenn Sie eine größere Herausforderung wählen. Okay. Dieser Zug ist bereit zur Abfahrt. Ziehen Sie den markierten Hebel zu sich, um loszufahren. Also das Cockpit ist bekannt von den EMUs in Amerika. Sieht jetzt nicht ungefähr ein bisschen anders aus. Die Displays sind neu, komplett digital. Schauen wir mal, mit denen noch irgendwie was machen können. Aber jetzt tun wir erstmal mal fahren. Haben wir so einen tollen Kombihebel.
Warum hat er jetzt auf 10 gelockt? Finde ich jetzt ein bisschen uncool. In Transium World verläuft die Harlem Line über 24 Meilen vom Grand Central Terminal und bringt Pendler nach Norden durch das berühmte Viertel Harlem zum Handelszentrum White Plains in Westchester. Ich habe jetzt einen dezenten Bug hier mit einem Steuerhebel. Aber ich glaube, das ist jetzt eher von der Einführung, dass ich nichts machen darf. Ne, der lässt mich gerade nicht. Komm, lass mich. Ah, jetzt. Okay, Maximum Schmackes. Transium World bietet Ihnen bei der Fahrt eine Auswahl an verschiedenen Kameraansichten. Werfen wir jetzt einen Blick darauf, während wir diesen Zug erkunden. Achtung, jetzt wird's laut. Also ausschauen tut schon schön, muss ich schon sagen. Und da kommt auch schon der nächste. Okay, ist mir definitiv zu laut da draußen. Ich bin lieber hier drin. Bleibt der Zug eigentlich stehen, wenn ich aufstehe? Nur mal probieren. Na, ich kann gar nicht aufstehen. Weil Einführung. Sie haben hier nur ein kleines Gebiet gesehen. Schauen wir, was es sonst noch zu entdecken gibt. Willkommen bei der Harlem Line, in einer der berühmtesten Städte der Welt, New York. Hier können Sie einen belebten Korridor im Herzen von Manhattan erleben. Bringen Sie Pendler in und aus dem berühmten Grand Central Terminal, befördern Sie sie über die dicht gedrängte Park Avenue, über den Harlem River und in die Vororte von New York. Auf der Route können Sie Streckenkarten platzieren, Poster anbringen, Feuerlöscher ersetzen und Recyclingmaterial wegräumen. Fahren Sie mit altbewährten oder modernen Zügen durch die Stadt, die niemals schläft. Dies ist Transium World, Harlem Line. Grand Central Terminal, North White Plains. Gut, haben wir das mal gesehen. War jetzt nicht wahnsinnig spannend. Ich würde sagen, wir machen die erste Einführung und zwar vom alten Triebwagen. Im Creators Club könnte man es eigentlich bei der Gelegenheit auch nochmal anschauen. Ach nee, der funktioniert momentan nicht. Ich würde sagen, ja, das wäre schon das erste Szenario nach der Einführung. Wisst ihr was? Jetzt schauen wir uns den Triebwagen einfach mal kurz an. Das ist nämlich der alte. Und starten noch kurz nochmal durch. Türen auf. Ich finde die Front ein bisschen spacig. Was mir jetzt vor allem interessieren würde, ist. Boah, ganz schön voll hier. Ob es hier sowas wie eine erste Klasse gibt. Aber das sieht so aus, als wenn es hier. Oh, hier darf ich gar nicht durch. Warum nicht? Ist das schon. Moment, ist der so kurz? Es waren jetzt zwei Wagen. Ja, Tatsache. Da ist schon wieder der nächste Führerstand. Das sind also Einheiten von zwei. Das ist dann hier das gleiche. Okay. Gut, dann hat sich das mit der Klasse eigentlich auch wieder erledigt. Ich dachte, das wäre eine lange Einheit. Oder halt zwei gekuppelt. Aber dass es nur zwei Wagen sind. Okay. Ja, machen wir mal die Einführung von dem. Hauptmenü mit die einmal zurück. Auch ein schönes Screenshot. Von Denti. Okay, das war jetzt zu schnell. Erkunden. Training. Und zwar M3A war der alte. Ja, genau. Machen wir den mal kurz. Mit dem werden wir dann die erste Runde fahren. Willkommen in Tuckahoe. Heute werden Sie durch den Betrieb eines M3A in Metro North Lackierung geführt. In dieser kurzen Einführung werden wir über die wesentlichen Fahrsteuerungen und den Fahrgastbetrieb sprechen. Wenn Sie bereit sind, steigen Sie ein, um zu beginnen.
Okay, gehen wir mal rein. Und du hast also vom Zugfahrer zum Müllentsorger zum Plakatabfänger in Teilzeit gewechselt. Ja, wenn die Bezahlung so schlecht ist, dann macht man halt solche Sachen. Nehmen Sie auf dem Lokführersitz Platz. Hier werden Sie den Großteil Ihrer Zeit. Mit dem Generalschlüssel wird das Hauptpult eingeschaltet. Mit den Okay, ja Dieser klar. Dieser Zug verfügt über einen kombinierten Leistungs-Bremshebel, den sogenannten Kombihebel, der vor der Inbetriebnahme eingestellt werden muss. Soweit klar. Ich bin auf Max-Bremse. Okay. Um die Bremsen zu lösen, muss die Bremsleitung vollständig aufgeladen sein. Dies ist nur möglich, wenn sich der Kombihebel in der Position Max-Bremse befindet. Lichter sind wichtig, um andere wissen zu lassen, dass dieser Zug in Betrieb ist. Wir werden nun die Türen öffnen, um mit dem Fahrgastwechsel zu beginnen. Okay, eins sage ich gleich, diese manuelle Türsteuerung werde ich bei den Szenarien nicht machen. Ich werde das mit dem Tab-Menü machen. Geh wieder weg. Das, ich meine, auf der rechten Seite geht es ja noch, nachdem das Panel hier ist, aber für die linke Seite ist das Panel da. Da muss man jedes Mal aussteigen. Also nee, das mache ich nicht. Was haben wir ansonsten noch so? Schaffnersignal. Der Buzzer, wie in England. Makrofon, Führerstandsbeleuchtung. Die Anzeige wird noch wichtig. Bremsanzeige. Verriegeln. Was ich da nicht ganz verstehe, ist der Unterschied zwischen hintere Türen und vordere Türen. Denn er macht nämlich hier bei hintere Türen trotzdem alle auf. Dieser Zug verfügt über ein fahrzeugseitiges Signalsystem mit 5 Geschwindigkeitsbegrenzungen, die auf der Anzeigeeinheit angezeigt werden. R bedeutet eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 15 Meilen pro Stunde. M steht für eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 Meilen pro Stunde. L steht für eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 45 Meilen pro Stunde. 60 gibt eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 60 Meilen pro Stunde an. Und N bedeutet, dass die Geschwindigkeitsbegrenzung durch die Gleisgeschwindigkeit bestimmt wird, die auf der Digitalanzeige angezeigt wird. Wir sind nun bereit, in Richtung Bronxville abzufahren und die Fahrt fortzusetzen. Ich bin schon abgefahren, mein Meister. Das Ausrollen ist eine Methode, die eingesetzt wird, um effizient die Geschwindigkeit... Da vorne ist auch schon der nächste Halt. Bevor Sie an einer Station anhalten, sollten Sie einmal das Makrofon betätigen, bevor Sie... Ist es mir jetzt neu, dass man das Makrofon betätigen soll, bevor man hier anhält? Ihr müsst, wenn wir jetzt hier gerade wieder losfahren, müsst ihr mal auf das Geräusch achten, was der Triebwagen hat. Ich habe nämlich die starke Vermutung, dass Dovetail Games hier den Sound von der Bakerloo-Line übernommen hat, beziehungsweise von der, vom 1972er Stock. Also ja, jetzt müssen wir sie hier so machen. Und wenn das so ist, dann wäre das echt billig, dass sie da einfach die Soundsamples wiederverwendet haben für den Triebwagen. Weil ich glaube nicht, dass der 1 zu 1 gleich klingt wie der U-Bahn-Wagen aus England. Das wäre echt fies. Dazu werden wir dann gleich mal das Fenster aufmachen, dann hört man es besser. Fahren Sie weiter zum nächsten Halt in Fleetwood. Auf dem Weg werden wir die Prozedur nach einer Notbremsung durchgehen. So, und jetzt müsst ihr mal auf das Fahrgeräusch achten. Es ist genau das gleiche Geräusch.
Gut, dann fällt jetzt langsam aus, aber von der 1972 Stock ist es genau der V-Motor. Nee. Das ist echt cheap. Draußen. Gut, draußen wird es ein bisschen übertönt vom Fahrgeräusch. Aber nee, das finde ich echt billig. Eine Zwangsbremsung ist aufgetreten und der Zug kommt jetzt zum Stillstand. Warten Sie, bis der Zug vollständig zum Stehen gekommen ist, bevor Sie versuchen, den Zug wieder fahrbereit zu machen. Ah, hat mal wieder jemand auf den Taster da hinten gedrückt. Das sah jetzt auch nicht richtig aus da. Okay, und jetzt? Der Zug hat jetzt angehalten. Wir können nun beginnen, ihn wieder in Gang zu bringen. Also wieder Bremsen aufladen, so wie wir es am Anfang gemacht haben. Als nächstes müssen wir die Bremsleitung auf mindestens 90 PSI aufladen. Stellen Sie sicher, dass... Gute Arbeit. Wir können jetzt weiter nach Fleetwood fahren. Ab geht's. Ich meine, das Soundfile von dem anderen Triebwagen, das klang authentisch, aber das hier klingt einfach nur falsch. So, und jetzt will ich mal testen, ob ich aufstehen kann. Ja, ich kann nicht. Da hat es also keinen Detektor im Sitz drin, der dann sofort die Bremse reinknallt. So, machen wir hier mal wieder zu. Ansonsten ist es hier drin recht ruhig, wenn hier alles zu ist. Ah, ich soll hier mal anhalten. Wirklich fein einstellen lässt sich der Kombihebel mit dem Raildriver nicht. Ich glaube, ich werde dann doch mal auf die Tastatur dann wechseln. Dass ich ein bisschen feiner justieren kann. Sitz hier. Das ist jetzt das Problem. Jetzt muss ich hier aufstehen, muss zu dem Panel hier gehen. Und muss hier aufmachen. Ist doch nervig. Gute Arbeit. Damit wären wir alle Grundlagen zum Betrieb dieses Zuges durchgegangen. Okay, ja, das war soweit mal die Einführung von dem und ich würde sagen, wir fahren jetzt mal das erste Szenario. Damit wir hier mal was Anständiges gemacht haben. Erkunden Szenarien. Wir fahren nicht mit dir. Weißer Wanderer, der fürmögliche Leerzug dient dazu, sicher der Strecke nach extremen Unwetter zu überprüfen, bevor der Zug zu den Fahrgastbedienungen in Chestwood vorbereitet wird. Das spricht es bei ohne Halt. Beginnen Sie den Morgen den Dienst in Chestwood und fahren Sie auf der stark gefahrenen Strecke zu Grand Central Terminal. Das ist M3A, bis es der moderne ist. Der M7A. Okay, dann würde ich sagen, fahren wir mal das Szenario. 40 Minuten. Das wäre einmal eine ganze Strecke. Warum dauert das 90 Minuten? Bereiten Sie Zug für den einzelnen Mount Vernon oder Chippen vor, bevor Sie zum Grand Central Terminal und dann zurück zum Mount. Okay, alles klar. Der fährt hier einmal die ganze Strecke zweimal ab. Ja, wir machen das. Ich war noch niemals in New York. Klingt doch ganz gut. Dann haben wir schon mal gesehen. Moin sehen. Stecken Sie den Generalschlüssel ein, wenn Sie bereit sind zu beginnen. Ja, lass mich die Kamera bewegen. So. Was ist denn das jetzt? Ah, jetzt geht's. Okay, machen wir hier wieder vorbereiten. Wir müssen wieder auf Max Bremse gehen.
Na komm. Zum Aufladen. Hoch. Los geht's. So, passt auch. Und entriegeln. Funktioniert genauso gut. Die roten Zugschlusslichter sind immer noch an. Kann ich die ausmachen? Ich will schon ein Spitzensignal hoch. Moin. Warnlichter ein. Beleuchtung ein. Was passiert, wenn ich die ausmache? Ah, jetzt sind sie aus. Aber hinten hoffentlich sind sie noch an. Ja, okay. Cool. 7.07 Uhr, also in ein paar Sekunden. Was haben wir hier oben? Türsteuerüberbrückung. Schneebremse. Türüberbrückung normal. Ah, Spitzensignal rechts sichern ein. Ah. Machen wir das jetzt doch mal wieder an. Ne, das ist... Das ist was anderes. Ich lass mal so. Ja, vielleicht sollen die vorne ja auch sogar an sein. Ich kenne mich da mit den amerikanischen Gegebenheiten nicht so gut aus. Richtig dürfen wir noch fahren. Wird sich vermutlich ändern, wenn es hier blinkt. Oder auch nicht. Okay. Ansonsten einmal Radio Stellwerk kontaktieren. Oh cool, das funktioniert. Jetzt mal bremsen, Schaffnersignal, Makrofon, Kupplungssteuerung und Alarm acknowledge. Ansonsten haben wir hier noch einen Sicherungskasten, unsere Tür. Das war's. Ziemlich überschaubar. Okay, und der nächste. Oh scheiße, ich glaube, da bin ich jetzt zu schnell. Oh ja, da bin ich arg zu schnell. Oh fuck. Ah, das kam jetzt ein bisschen zu schnell. Entschuldigung. Wir bleiben heute mal ein bisschen weiter vorne stehen. Ah, hoffentlich werdet ihr das noch. Okay, er scheint es gewartet zu haben. Schauen wir mal da hinten. Ach ja, schon eine ganze Zuglänge. Leichte Ungenauigkeit beim Anhalten. Bin schon gespannt auf die Grand Central Station, die was ja so hypen. Aber ich glaube, so wahnsinnig viel werden wir da nicht sehen. Warten Sie bis 7:39 Uhr. Okay, bitte verriegeln. England. Bronxville. Keine Ahnung. War schon mal jemand in New York? Also ich noch nicht. Nur virtuell. Ich muss auch sagen, wäre jetzt nicht so eine Stadt, die mich jetzt brutal reizen würde zu besuchen. Vielleicht mal ganz kurz durchschauen und dann wieder weg. Gut, 66, würde ich noch irgendwann mal abfahren. Das wäre so ein cooles Abenteuer. Okay, diesmal werde ich mal nicht so schnell reinfahren.
werde das Gefühl nicht los, dass der Sound nicht richtig abgemischt ist. Draußen viel zu laut und hier ein bisschen leise. Ja, mit dem Bremsen habe ich es noch nicht. Okay, einmal rechts entriegeln. Ich frage mich auch, für was diese Holzdinger da sind. Muss man aber die freie Kamera achten, ne? Ja. Es wird so aussehen, als wenn halt hier ein Zug steht, dass man dann hier raufgehen kann und hier wieder drüber. Und dann müsste hier auch einer stehen. Also wenn jemand weiß, für was das gut ist, gerne sagen. Moinsen! Ah, wir sollten schon wieder abfahren. So kriege ich halt meine Verspätung. Immer wenn ich rumgucke. Ja, 100% des London Underground Stock. Das Witzige ist, die Fahrmotoren hörst nur bei der ersten Einheit jetzt da vom Vorbeifahren. Das gibt schon mal einen Minuspunkt. Scheibenwischer haben wir noch gar nicht ausprobiert. Okay, den hört man gar nicht. Hat aber eine Slow-Stellung. Okay. Und wieder aus. Wollte ich einen Feuerlöscher auffüllen müssen? Hey, ich muss einen Zug fahren. Nicht Feuerlöscher nachfüllen. Also was hat man, Hausmeister? Also aus der Bremse war ich noch nicht schlau. Aber ich glaube, da bin ich schon wieder zu schnell. Oh, wird da unser Zug angezeigt? Da muss ich gerade gleich mal nachgucken. So. Gehen wir mal nach draußen. Das muss ich mir jetzt mal ganz kurz angucken. Oh ja, tatsächlich. First, Grand Central, on time. Welcome to Fleetwood. Hier kommt nichts. Das ist ja cool. Ob der auch die Anzeige macht, wenn man ein eigenes Szenario macht, dass es dann dynamisch ist? Oder ist es jetzt nur, weil es ein Dovetail-Szenario ist? Was haben wir hier? Trash ist ein Issue, ja, das haben wir schon gemerkt. Dass sie die Lokführer noch mit sauber machen müssen. Naja. Okay. Fahren wir mal wieder. Sparmaßnahmen. Moment, hat es vielleicht deswegen bei der DB immer Verspätung, weil die Lokführer aussteigen müssen und so Hausmeistertätigkeiten machen müssen. Stellt sich mal vor, ICE, kommst du an irgendwo München Hauptbahnhof, dann heißt Abfahrt und dann sagt er, ja nee, ich muss noch schnell den Müll wegbringen. Komm in 10 Minuten wieder. Ah, oh, Mann. Mount Vernon West.
Was war das? Line Speed. Nach wie vor 60. Schaut, dass wir jetzt hier so einen Nebel haben. Das könnte noch... Ja, ein bisschen zu viel gebremst. Ich sag das erste Mal, dass ich jetzt mit dem Teil ein Szenario fahre. Aber wir sind ja noch on time. Okay, dann schauen wir uns mal... Warum bin ich eigentlich jedes Mal hier in der Wildnis? Was haben wir hier so? Portrait of a Lady, an elegant and sophisticated drama. Okay. Wie kommen die hier eigentlich auf den Bahnsteig? Ach, da hat es einen Lift. Und eine Treppe. Moin Sen. Don't run, the next train will be along soon. Ihr habt wirklich ein Müllproblem. Dreckige Stadt hier. Gut, Abfahrt. Ob es dann mit moderneren Zug besser ist. Vom Fahrerlebnis. Können wir uns jetzt gerade mal im Anschluss angucken. Jetzt gerade Overspeed. Wir haben da K-Signalanzeige hier drin. Es gibt nämlich Triebwagen, die zeigen dir das nächste Signal an. Wow, 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 wow. Müssen wir hier schon wieder halten? Oh, cool. Wir sind gerutscht. Und wir haben keinen Druck mehr auf der Leitung. Okay. Dann müssen wir die Bremse wieder aufladen. Machen wir das doch mal. Hat er jetzt eigentlich alle Türen aufgemacht? Oh ja. Liebe Leute, hinten bitte nicht aussteigen. Oh je. Naja. Ich glaube, die lassen mich hier keinen Zug fahren, wenn ihr das Video seht. Was meinen Sie hier? Sollen wir ein bisschen Musik im Hintergrund anmachen? Ich finde nämlich hier das Fahrambiente ein bisschen eintönig. Dann 7.21. Oder ich singe was, ne? Das wird garantiert nicht passieren. Nee, nee, nee.
Okay, interessant. Da kommt eine andere Linie daher. Achtung, Leute, Chaoszug ist da. Aber das ist die Plattform ja viel zu kurz. Macht denn der das dann mit der manuellen Steuerung? Dass er da nicht alle aufmacht. Da schaut es an. Der hintere Triebwagen steht voll im Freien. Okay, kurz wegen der Musik. Machen wir mal kurz an. So. Sollte jetzt kommen. So, der Lee. Ich hoffe, das passt so von der Lautstärke. Musik spiele ich. Dessen trinke ich mal kurz was. Oh, 75. Können wir das jetzt mal richtig ausfahren hier? Aber immer gelbes Signal da vorne. Oh, die arme Busbusse. Schulbusse. Eine ganze Armee. Okay. Was gibt zum Trinken? Holundersirup. Also verdünnt natürlich. I love Holunder. Sonst, was ich mir auch sehr gern mache mit dem SodaStream, ist Zitronenwasser. Einfach aufspudeln, Zitrone pressen und reindrücken. Oh shit. Bin schon wieder zu schnell. Und noch da ist der Bahnsteig wieder zu kurz. Warum müssen wir das so früh halten? Könnten wir ja locker noch ein bisschen weiterfahren. Achso, na. Hat jetzt nur so ausgeschaut. Ich nehm's zurück. Aber hinten stehen wir jetzt wieder drüber. Ja, sind wieder genau die zwei Wagen. Also, in der Metro von New York. Wenn ihr da einsteigt, am besten vorne, nicht hinten. Ich habe gerade einen Zitronentee. Oh, nice. Ist eigentlich gestern beim Furry Talk mit dabei gewesen? Warum sind hier draußen die Haltemarken? Eventuell, mal schauen, würde ich danach nochmal Railroad spielen oder Mass Effect, eins von beiden.
eine Kumpel war bei mir, eigentlich auch eine Kollegin, die aber abgesagt hat. War viel los. Boah, so wie immer eigentlich. Aber war witzig. Patreon Swarm hat wieder am Start. Und ging dann bis um 11. Ja, wird besser mit dem Bremsen. Langsam kriege ich das Gefühl. Und wie voll sind wir? Oh, nicht so voll. Er wundert mich auch nicht bei meinem Fahrstil. No smoking. Was steht eigentlich hier? Equation section remain inside the train if possible. Go next car through end doors. If unable, open side door and go out. Wenn das auch nicht geht, go out emergency windows. Zum Beispiel da. Okay. Sollte ich wieder mal einsteigen hier. Wie zufrieden bist du schon mit Jurassic? Oh ja, stimmt ja. Da wollte ich ja den Original Jurassic Park hier noch im Stream spielen. Bis jetzt eigentlich recht zufrieden. Hab Spaß damit. Ich meine, wie gesagt, die Kampagne ist halt, ja, ist meh. Ist halt ein zu langes Tutorial, wo sie nicht mehr alles zeigen. Aber im Chaos-Modus geht es dann schon richtig ab. Da habe ich schon ein bisschen für mich gespielt. Das macht schon Spaß. Das sieht auch mega geil aus. Ja, nicht zu vergleichen mit Planet Zoo. Aber ja, wenn man Jurassic Park Fan ist, absolut gutes Spiel. Besser als der erste Teil. Hast du es denn auch gespielt? Nächster Halt, Harlem Suite. Können wir ein bisschen durchpfeifen jetzt. Über 70. Maximum Schmackes. Was? Wieso willst du nicht mehr zuspielen? Ich habe den ersten gespielt, den zweiten habe ich aber noch nicht zum Spielen gekommen. Ist echt super. Also ich meine, Planet Zoo würde ich schon spielen, aber nicht jetzt als Streaming-Projekt erstmal. Kommt vielleicht noch. Ist ein cooles Spiel auf jeden Fall, mir gefällt's. Aber da würdest du jetzt schon ein bisschen davon profitieren, wenn du ein guter, kreativer Schönbauer bist. Ich habe mir zwar aus dem Workshop unglaublich viele Assets und so runtergeladen und Baupläne. Aber ich beneide dann halt immer die Schönbauer in deren Streams. Was die da teilweise für geile Zoos hinklatschen. Das gleiche auch bei Planet Coaster. So krass, was da die Leute teilweise bauen. Ich könnte es nicht. Gut, das gleiche können es auch jetzt bei Jurassic World 2 machen. Da gibt es jetzt auch viele Schwimmbau-Assets. Aber ja. Ich gebe mein Bestes. Nur das Löwengehege. Also, Löwen ist ein Must-Have. Die werden wir natürlich immer im Zoo drin haben. Oh, ich bin zu schnell. Ah, es ist nicht so gut. Sollten wir auf den Tacho achten.
Interessante Musik. Oh, ab in den Untergrund. Oder wird es da vorne schon wieder hell? Okay, das war eine kleine Explosion nach unten. Alles so dreckig hier. Und Abstellgrubi. Ey, lass mal zu. Ist zu laut. Was? Wollte heute mal wieder Planet zuspielen, aber gesagt, nö, hat einfach runtergefahren. Hä? Ist er so überfordert damit oder was los? Okay, interessant, geht nochmal nach links. Windows Problem, okay. Moins Nero! Ah, da ist die Brücke, die man auch schon in der Vorschau gesehen hat. Schauen wir uns das mal an. Die Hubbrücke. Interesting. Gehen wir mal wieder rein hier. Und da vorne ist auch schon unser Halt. Zu schnell, ja, hab's gerade gemerkt. Und Nero, hast du das Add-on auch schon geholt? Oder schaust du erstmal noch, ob es was taugt? Soll mal da sein, um 5:30 Uhr. Sind wir sogar zu früh. Wunderbar. Gehen wir mal wieder raus hier. Hat sie auch eine Anzeige? Ja, hat's. Der wird gar nicht angezeigt hier. Und bei uns on time Grand Central. Hier ist auch nichts. Please do not hold the doors. Oh ja, das ist so eine Unart, die Türen offen zu halten. Das erlebe ich immer wieder in Zürich bei den Trams. Ach, da würde ich am liebsten gerne die Leute mal rausschmeißen, wenn sie das tun. Ja, also von der Gestaltung her sieht es nicht schlecht aus. Beides gehen authentisch. Personenverkehr ist gar nicht eins. Okay. Also hat es einen bestimmten Grund, oder... Ist einfach so mehr Güterverkehr deins. Oder Grand Central, unser letzter Halt. Ah, ich freue mich schon so, wenn die Dampflok rauskommt.
Was habt ihr eigentlich mit dem Minecraft-Projekt geplant? Kennst du dich gut mit aus? Ich bin so, ja, okay. Das wird halt unser Community-Server für Furry FM werden. Wo wir dann halt mit euch zusammen drauf spielen werden und ein paar Game-Events drauf machen. Ja, so ein Chill-Out-Place. Yeah, du magst keine Menschen. Oh je. Da machst du einfach die Tür nicht auf. Und Herzen von New York rein. Mit Full Speed. Das war auch der Part von der Streckeneinführung, oder? Was täusche ich mich da jetzt? Sieht gerade so ähnlich aus. Nee, weiß ich, das macht mir einfach keinen Spaß. Okay. Naja, jeden das seine. Kann man ja Gott sei Dank so viel Unterschiedliches machen in den Zugsimulatoren. Coole Züge, okay. So, das ist die Einfahrt zu Grand Central. Ja, cool gemacht, der Tunnel hier. Wir könnten eigentlich auch in TS 2022 mit der BR01 den Rheingold weiterfahren. Das wäre noch was. Ciao, Rui. Meilen und dann hätte man die ganze Strecke immer gesehen. Nicht gerade lang. Dafür über 30 Franken ausgeben. Ah ja. Mal langsam runterbremsen hier, wenn da 10 Meilen Beschränkung kommt. So, ne, tut es mir ja eh ankündigen mit R, aber da sind es ja dann 15 Meilen pro Stunde. Ah, okay, jetzt hat er angepasst. Aber warum jetzt so langsam hier? Okay, wegen dem Gleisvorfeld hier. Wir haben da immer eine ganze halbe Meile bis zum Grand Central Bahnhof selber.
Na jo. Waybots Online könnte man vielleicht auch spielen. Der alten Zeiten willen. Ich habe eigentlich gesagt, ich mache ja keinen Stream mehr. Bis mal wieder was Neues kommt. Man kann in Waybots unten links auch lang zum. Von Öl zur Raffinerie. Hä? Wie meinst du das von unten links? Also ich bin halt quasi von der Raffinerie, na, vom Ölfeld zur Raffinerie bin ich erst straight drüber. Da habe ich auch meine geile Kreuzung gebaut. Genau deswegen. Da vorne ist er ja. Mensch, ist aber wenig los hier. Jetzt der einzige Zug, der da am Bahnhof steht dann. Okay, das ist schon mal die Vorwarnung für gleich Rot. Also, ja, was heißt Rot? In dem Fall Streckenende. Ach, na gut, da hinten steht einer. Aber ansonsten sehr überschaubar jetzt gerade. Hat unten links doch auf der Map einen Berg und da geht eine Schlucht lang, was ich mich frage, ob man da lang fahren kann. Ich müsste jetzt tatsächlich sehen, was du meinst. Überpünktlich. Ja, weitestgehend. Sehr gut. Ja, ich weiß nicht. 30 Franken, kurze Strecke. Gut, das ist gewesen. Einmal nochmal aufmachen hier. Kann ich mich auch umgucken? Ja, kann man. Das ist Grand Central hier. Na, ja, steht aber wirklich nicht viel hier. 14 Gleise. Und hier hat es nochmal eine größere Abstellgruppe. Ist aber ganz schön dunkel hier. Geht's auch nach draußen? Muss jetzt einfach mal kurz testen. Nö, die kommen einfach mir hier aus der Wand so raus. Schade. Gibt es auch für hier? Kann ich hier rauf? Oh, ich kann hier rauf. Okay. Und was haben wir hier? Ich will wissen, was da ist. Ach, das sind auch nochmal Gleise. Ach, da geht's vermutlich mit der S-Bahn weiter. Moment mal. Ach nee. Man hat hier einen Loop. Fahren dann hier rein. Einmal so rum. Dann entweder in die Abstellgruppe oder wieder raus. Neat. Aber so viel Gleise für. Ja gut, jetzt doch in der großen Gruppe hier raus. Ja, und dann hast du 4 Gleise. Okay, krass. Krass, krass. Ja, das war es mal so gewesen zu Grand Central. Wobei, wir machen jetzt noch den sauberen Abschluss. Auf Notfall stellen.
Oh, die Lichter aus. Schlüssel gezogen. Na? Kann ich gar nicht. Hey, ich kann den gar nicht verändern. So, komm. Gib her. Gib mir den scheiß Schlüssel. Gib her. Ach, Mann. So. Jetzt geht's. Okay. Ach so, und aussteigen soll ich auch noch. Alles klar, machen wir das mal. So, ciao, liebe Leute. So, bleib erstmal hier stehen. Ja, von der Geschwindigkeit. Oh, ein bisschen schnell hier. Aber sonst okay. Haltegenauigkeit. Warte mal, wo bin ich so weit weggeschossen? Wo das Tackle-Hose? Ja, muss fast so sein. Ach ja. Okay, das war mein Grand Central. Und ich würde sagen, alter Zeitenwille, wechseln wir mal ganz kurz zu Railroads Online. Da gibt es für euch erstmal kurz den Pause-Screen. Und dann komme ich gleich wieder, während ich das Spiel vorbereite. Also, bis gleich.